So, jetzt bin ich gespannt. Hallo Jerome, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Sieht doch einladend aus. Hm? Hier will ich auf jeden Fall wohnen, wenn ich Urlaub mache. John, wenn du mit dem mit den Rohren fertig bist, vergiss die Pumpe nicht. Er hat Rohr gemacht, einfach so. Jetzt wissen wir, wer hier nicht die Hosen anhat. Das steht doch nur, wenn du mit den Rohren... Ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Oh, ein Telefon. No signal, no tone. Kein Signal, no kein nothing. Ton, nichts. The die Leitung ist tot. Ein illustrer Gentleman. Ein Prediger, wie er im Buche steht. Warum lag dieses Bild vor dem Eingang der Pension? Ja, ist doch gut. Kann ich da... Warum nimmst du das Bild jetzt eigentlich mit? Ich verstehe. So, was haben wir hier? Der Keller. Ist immer eine gute Idee, in den Keller zu gehen, wenn man sich nicht auskennt. Was ist das hier? Es ist so dunkel. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ernsthaft. Das ist gar nicht das Geräusch vom Keller. Das ist das Geräusch, wie ich gerade auf der Toilette sitze. Entschuldigung. So. Die Pension ist während des Sturms teilweise zerstört worden. Ich muss vorsichtig sein. Okay. So, da Licht. Das Licht brennt noch. Okay, wir müssen. Hier sind rote Damenschuhe, High Heels. Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. So. Gästezimmer. Ah ja. Die Tür ist versperrt und der Raum dahinter scheint eingestürzt zu sein. Noch ein kleines bisschen. Okay, ich kann... Solch ein Sprung wäre zu gefährlich. Vielleicht kann ich etwas über die Lücke legen. Dich selber. Wundersamerweise ist die Lampe noch nicht runtergefallen. Noch nicht. Geschmackvolle Tapete in 50er Jahren. Okay, wir kommen nicht da drüben rüber. Dies muss das Zimmer sein, wenn ich nur hingelangen könnte. Das muss das Zimmer sein, wo wir, glaube ich, hin müssen. Guck mal hier. Hier laufen irgendwie rutschende Motten oder keine Ahnung, irgendwie über den Boden gleiten. Ich muss mal eben ein klein wenig mein Mikrofon, glaube ich, leiser machen. So. Das sind... Warte. So. Ja. Das sind... Alter... Wo kriegen wir denn jetzt... Irgendwo... Gibt es hier irgendwo eine Planke, die wir irgendwo... So... Das Zimmer dahinter muss komplett eingestürzt sein. Ja, sehr schön. Ja, manche stellen sich auch wirklich an. Diese 1-Meter-Sprünge, das ist... Nein, das ist zu viel verlangt. Wie komme ich denn... Was habe ich denn? Ich habe jetzt hier ein... Achso, Inventar. Ja, der Schlüssel ist fürs Zimmer. Wo kriegen wir denn jetzt so ein Brett her? Im Nebel ist der schwache Umriss eines Wachturms zu erkennen. Klar, du hast doch gerade darüber gelesen. Gott. Gewitter. So. Hier haben wir nichts mehr, ne? Ich guck noch mal eben, ob hier nochmal irgendwas ist. So, dann gehen wir zum Dorf. Interagieren. Der dunkle Umriss einer kleinen Kirche überragt die kleine Stadt. Auf dem Hügel ragt ein Wachturm in die Höhe. Okay, sonst haben wir hier nichts. Ich gehe mal weiter. Haben wir vielleicht hier drüben irgendwas übersehen? Zum Turm. Ah, zum Turm. Können wir gehen? Was ist das denn? So, mal eben kurz hier gucken. Ist hier noch irgendwas am Liegen? So, interagieren. Ich muss zunächst die Leiter reparieren. Wenn ich etwas nachhelfe, sollte diese Leiter mein Gewicht tragen. Soll es heißen, ich bin fett? Wie soll ich das denn reparieren? Ich habe nichts zum Reparieren. Nimm nur einfach den Schlüssel hier. Okay, wir müssen die Leiter irgendwie reparieren. Ich habe keine Ahnung, wie. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwo ein Wimmelbild. Meistens ist es ja so, dass man irgendwo nochmal ein zweites Mal wimmeln darf. Hier kann ich, glaube ich, nichts abschrauben. Ne? Okay, das geht nicht.
Die kann ich auch nicht verscheuchen. Ich gehe nochmal zurück. Da ist ja nur die Krypta, wo wir nicht reinkommen, weil uns da immer noch so ein Engelkopf fehlt. Die Tasche kriegen wir auch nicht darunter. Ich gehe nochmal ins Haus. Boah, diese Musik. Ist ja ein Traum, die Musik gerade. Warte mal, war hier noch irgendwas? Was ist das hier? Ah, dunkel. Ist zu dunkel. Ja. Ja, ist zu dunkel. Ich kann überhaupt nicht sehen. Das Licht brennt. Doch es gibt ein Problem mit der Sicherung. Ich kann mich entsinnen, dass wir die sogar gefunden haben. Das sind keine, was? Sturmschäden? Die Pension wurde scheinbar nicht instand gehalten. Merkwürdig. Merkwürdig. Okay. Fallen die Bretter gerade runter? Noch ein kleines Stück. Noch ein kleines bisschen. Das wird nicht klappen. Die Tür klemmt. Dann nimm doch hier irgendwie, keine Ahnung, Schlüssel. Ja, ist doch gut. Sieht aus wie ein Klo. Was war das denn? Noch ein kleines bisschen, aber was? Noch ein kleines bisschen. Nur noch ein kleines bisschen. Nur noch ein kleines bisschen. Gibt es hier nicht irgendwie ein Brett, was man nehmen kann? Anstatt sich einfach hier irgendwo ein Brett wegnimmt, ne? Oder hier irgendwo was. Nein, das kann die nicht. Das kann sie nicht. Nein, natürlich nicht. Haben wir irgendwas an der Tankstelle vielleicht übersehen? Ich schau nochmal. Hier ist irgendwas benutzen. Ich bin Batman. So. Oh, ein Eichhörnchen. Oh, wie süß. Süß. Ah, hier. Das Brett direkt vom Kopf. Da ist es doch. Gott, mein Gott, ich bin auch so blöd. So, dann gucken wir mal. Also, rauf ins Gästezimmer und dann die Planke drüber legen. Ja, und dann hier. Verschlossen. Klar, du sollst doch den Schlüssel benutzen. Am besten noch den Aufziehschlüssel. So, dann gehen wir mal rein. This must be my room. Das muss mein Zimmer sein. Ziel erreicht. Zimmer. So, was haben wir hier? Ich bin's. Der Tod. Der Nachbar von nebenan, der dir irgendwas weggenommen hat. What on earth was that? Keine Ahnung. Die Vermissten von Maple Creek. Zwei junge Frauen sind in den frühen 1980ern in Maple Creek verschwunden. Die Familien sagen nun, niemand glaubt ihnen. Und das andere kann ich nicht lesen. Weitere vermisste Mädchen in Maple Creek bereits vor 80 Jahren. Eine Leuchtpatrone. Was? Ohne eine Leuchtpatrone bringt die Pistole nicht viel. Dann steckst du doch wenigstens ein. Hey, wir haben eine Birne gefunden. So. Okay. Was haben wir noch hier? Ohne genügend Licht kann ich meine Sachen nicht durchsuchen. Okay, was haben wir hier? Ist der Nachbar immer noch da? Ein Bein ist kaputt? Da sägt jemand an meinen Stuhl ein. Die neue Windows-Oberfläche. Vermont, ah ja. Wenn dir die Hektik der Großstadt zu viel wird, besuche Maple Creek, ein beschauliches Ortchen in Vermont, nördlich von Montpelier. Genieße die frische Luft des ländlichen Idylls, besuche die historische überdachte Brücke sowie den Wachturm und erkunde zu Fuß die Schönheiten der Appalachen. Ah ja, merken. Kann ich hier... Maple Creek, lohnt es sich? Hallo, war jemand schon mal in Maple Creek? VT, ich plane einen Trip am Wochenende. Danke im Voraus. Danke, Susi. Hi, Susi. Ja, war dort letzten Sommer. Fantastische Wanderwege, doch die Stadt selbst ist etwas unheimlich. Die Leute sind nett, aber ein wenig passiv. Ich würde viel mehr für den Tourismus tun, wenn ich dort leben würde. Selbst das Münzfernrohr auf dem Feuerwachturm ist im schlechten Zustand. Vor allem andere... Was? Von allem anderen ganz zu schweigen. Grüße, Mark. Schließe mich Mark an. Seltsame Leute in Maple Creek, aber eine schöne Umgebung.
Bei Herumlaufen hatte ich den gleichen Eindruck, merkwürdig. Alter, bizarrefälle.com ist schon mal eine geile Seite. Teile mit uns, damit wir dir teilen können. Oh Gott. 1950, Maple Creek verschwunden. Ah, unerklärliche Geschehnisse in Maple Creek. Die vermisst von Maple Creek. In Maple Creek verschwunden. Keine glaubt. Punkt, Punkt, Punkt. Verschwunden, vermisst, dunkles Geheimnis. Welche Mysterium erwartet mich hier? Ich habe keine Ahnung. So. Ich muss das Licht einschalten. Ah, ein Hooker. Endlich kann ich mir die Beweise ansehen. Ja, die Beweise. Ich habe mein Zimmer erreicht. Leider hat der Sturm es nicht verschont. Ich habe an der Wand wohl meine Hinweise zusammengetragen. Leider hat nun ein Hinweis den Sturm überstanden. Ich muss wohl oder übel von vorne beginnen und Hinweise sammeln. Wer ist die Vermisste? Ah ja. Nein, nein. Keine Ahnung, wer das ist. Der ist, keine Ahnung, hier oben irgendwo. So. Zoomen. Touristin in Maple Creek vermisst. Die Suche nach Emily Smith geht weiter. Die Polizei bittet um Unterstützung. Vermont, 14. Juli 1980. Und ich weiß gar nicht, wann spielen das? Vor 30 Jahren, Alter. Emily Smith verschwand vor 7 Tagen in Maple Creek. Einwohner bestätigen, dass sie Fotos machte und anschließend in Richtung der Wanderpfade aufbrach. Emily unterrichtet niemand, ob ihre genauen Pläne... Was? Unterrichtet niemand, ob ihre genauen Pläne? Doch die Polizei vermutet, dass sie lediglich eine Tageswanderung geplant hatte. Was ist das hier? Achso, das ist zwecklos, brauche ich nicht. Achso, ich kann die ganzen Futzel hier wegmachen. So, hilf mir. Die Vermissten ist... Er ist auch vermisst. Und sie ist auch vermisst. Sie kommt auch hin. Zack. So. Ja, ja. Ja, ja. Auf hier. Nein. Aber er hier... Keine Ahnung, wo er hinkommt. Ich weiß es nicht. Das bringt die Ermittlungen nicht voran. Wo soll ich ihn denn hinstecken? Ich habe keine Ahnung. Ist hier oben noch ein Zettel hinter meinem Gesicht? Nein. Tja, da müssen wir mal gucken. Was ist das denn hier? Wimmelbildzeit! So, Sonnenbrille, Federball, Pfeil und... Was ist denn und? Achso, das Und-Zeichen bestimmt, ne? Taschenrechner habe ich gerade gesehen. Hier, Taschenrechner. Videokamera ist hier. Flipflops. Da, Flipflop. Büroklammer. Wo ist die Büro? Da ist die Büroklammer. Pfeilzirkel. Pfeilzirkel bestimmt in der Tasche irgendwas, ne? Oder? Nee, Schublade. Da, Zirkel. Ah, Federball. Alles gefunden. So, Sonnenbrille, Pfeil und. Sonnenbrille. Da ist die Sonnenbrille. Ein Pfeil. Ist die Frage, was ist mit Pfeil wieder gemeint? Ist es ein Dartpfeil? Ist es ein aufgezeichneter Pfeil? Ist es... Da ist das Unzeichen. Auf der Tasse. Ich hab's gesehen. Der Pfeil. Wo ist der Pfeil? Ist das ein Pfeil? Nein. Hier ist ein Teebeutel, ein gammeliger. Ekelhaft. 12.15 Uhr steht hier. Ich glaube nicht. Police? Aha, ja, ja. Bin gespannt, was wir gleich bekommen werden. Hier, das ist ein Blitz, ne? Da ist eine 8. Tatsache. Dankeschön, Zeus. An der Glasscheibe. Eine gebogene Büroklammer. Wofür die wohl sein mag? Was haben wir hier eigentlich? Was ist das eigentlich hier? Der Knopf klemmt fest. Mit etwas Dünnes könnte ich ihn lösen. Zugangskarte erforderlich. Nur ADS autorisierte Karten. Art.
Eine Zeichnung des Gespenstes? Was für ein Gespenst? Eine Zeichnung des Herzform und eine Zeichnung einer Katze? Wir brauchen eine Zugangskarte. Für den Koffer. Ein mysteriöser Koffer, der nur mit einer Zugangskarte geöffnet wird. Ich gehe mal um den Balkon. Matt. Ich sag doch, ist der Nachbar. Noch ein hell erleuchtetes Haus. Vielleicht ist jemand zu Hause. Dann ruf doch rüber. Hallo? In der Ferne weist eine Silhouette auf einen Kornspeicher, auf eine Farm hin. Dieser unheimliche Mann muss heruntergesprungen sein. Ich würde mir den Hals brechen. Zerfetzt. Ich brauche etwas Stabiles, um herunterzugelangen. Kannst du den Hals binden? So. Okay, das heißt, wir kommen hier sowieso nicht mehr weiter. Hier ist auch nichts. Sieht recht stabil aus, ja. Okay. Dann gehen wir mal gucken, was haben wir noch hier? Ja, Stuba ist kaputt. Hier war der Rechner, wo wir schon dran waren. Hier liegt die Leutpistole. Anstatt sie einfach mitnimmt. Nein. Warum? Okay, hier war auch nichts, ne? Hier kommen wir nicht rein, weil wir nichts haben. Wir haben... Eigentlich sind wir jetzt nicht viel weiter wie vorher auch. Das... Oder ist irgendwo ein neues Wimmelbild aufgetaucht? Hier am Kofferraum? Nein. Kann ich hier irgendwas mit den Dings machen? Mit dem... Nein. Okay. Ah, wir müssen ja auch die Leiter noch reparieren. Eine Straße entlang. Das Eichhörnchen. Ich schau mich nochmal um. Da war nur die... Okay. Ich will auch ungern Hinweise benutzen. Ich denke mal, wir kriegen das hin, oder? Ich denke mal, dass wir das hinbekommen. Wie kriegen wir da oben denn diese Tasche da runter? Okay. Kein Wimmelbild. Das hatten wir schon gelesen. Ja, ja. Von das mit den Hosen an... Ich verstehe den Sinn noch nicht dahinter. Ja, es ist auch bei mir so. Wenn ich aus dem Haus... Zeus, da hast du vollkommen recht. Ja? Zeus schreibt gerade, muss man zum anderen Haus zu gelangen, ehrlich den Balkon runterklettern? Ja, ich verlasse mein Haus auch immer oder meine Wohnung über den Balkon, um zum Nachbarn zu gelangen. Ja, das ist so... Gang und gäbe, das macht man heutzutage so. Man geht nicht mehr aus der Haustür, das ist out. Das macht man heutzutage nicht mehr. So, sieht recht stabil aus. Okay, schau mal eben. Um zu dem Haus zu gelangen, kann man nicht aus rumgehen um das Haus. Nein, man muss hier vom Balkon aus runterklettern. Das ist so, ja, sieht recht stabil aus. Okay, was haben wir denn sonst noch hier? Okay. Wofür sind die Hähne? Die sind bestimmt für später, ne? Hallo Zwinker, willkommen zur Let's Play Live Show und zum Live-Let's Play von Enigmatis, The Ghost of Marple's Creek. Gibt es hier irgendwie ausschalten? Hier irgendwie? Okay, ich kann den nur durchschalten. Ich kann die Seiten also nur durchschalten, okay. Mehr kann ich hier nicht tun. Ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwas machen. Da brauchen wir eine Zugangskarte für. Da ist nichts mehr. Diese Geräusche. Oh Gott. So. Die Lampe hängt immer noch. Ja, da laufen irgendwelche Kakerlaken rum. Noch ein kleines bisschen. So dringend muss ich auch nicht. Hat doch keiner gesagt. Okay. Ich glaube, hier war das, wo wir, glaube ich, beim letzten Mal auch hingen, ne? War das nicht so? Wo wir das angespielt haben, wo ich dann ausgemacht hatte. Ich hatte das ja mal ganz kurz angespielt, habe ich vorhin im Stream erzählt. Und ich kam da nicht mehr weiter. Hallo? Aber soll uns nicht daran hindern, dass wir hier alles untersuchen. Hier können wir ja nichts machen, ne? Einer der Engelsköpfe fehlt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Engelskopf, sonst kommen wir hier auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Ich bin auf die anderen Minigames gespannt. Das ist so, oh Gott, das sind mal so die, ja, das Klischee überhaupt. Da haben wir noch was. Oh, was ist das denn? Eine Zugangskarte. Das heißt, wir können den
Koffer. Was ist denn los? Den Koffer öffnen. Das heißt, wir machen mal den Koffer offen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was im Koffer drin ist. So, warte. Sicherheitsentschlüssel. Bett. Bring die Kacheln der Zahlen entsprechend an. Spalt 3. Reihe 2. Bilde Formen. Was? Nein, ich will nicht auf die Karte. Ich verstehe es nicht. Was? Was soll ich jetzt? Bilde Formen? Die Katzen... Hä?